Da staunte die versammelte Presse nicht schlecht. Modedesigner Harald Glöckler erschien zur Präsentation seiner neuen Schlaf- und Wohnkollektion ganz ungewohnt mit frisch blondierten Haaren. Für die radikale Veränderung hat die Stilikone eine ganz simple Erklärung. Ich habe mir einfach gedacht, blond war ich noch nicht und bevor ich grau werde, muss ich auch mal blond werden. Ja. Und ich habe gehört, blondes have more fun. Marilyn Monroe soll gesagt haben, jede Frau soll einmal blond werden, damit sie sieht, wie Männer auf Blondinen reagieren. Und ich dachte, jetzt werden wir mal blond und die Reaktionen sind bisher alle ganz, ganz fantastisch, sind alle sehr stylisch. Ganz stylisch erschien auch DSDS-Jurymitglied Dieter Bohlen zur Präsentation seiner bereits zweiten Tapetenkollektion. Unter dem Motto Tapete goes Fashion gab es für die Messebesucher eine Modenschau der ganz besonderen Art zu sehen. Was hier so leichtfüßig daherkommt, bedeutet allerdings im Vorfeld ein hartes Stück Arbeit, weiß der Pop-Titan. Bei den Tapeten ist das natürlich alles so ein bisschen aufwendiger, sage ich mal. Also in der Musik, da schreibst du ein schönes Stück und dann veröffentlicht man das irgendwie. Ja. Bei ihm ist das ja so, dass man nicht einfach so, die müssen ja immer diese Maschinen, die speziell ja für diese Tapeten gemacht werden, erstmal anschaffen bzw. machen lassen. Und das dauert dann ja auch wieder so lange. Ja. Also ich als unruhiger Mensch würde da ja verzweifeln. Star-Designer Harald Glöckler ist schon einen Schritt weiter. Er stellte auf der Heimtextil von ihm gestaltete Wohntextilien vor, abgestimmt auf seine schon existierende Tapetenkollektion. Die Kissen, Decken und Bettwäschen fallen dabei standesgemäß luxuriös oder besser gesagt pompös aus. Ich glaube, dass es eine Kollektion ist, die, glaube ich, sehr vielen Frauen, sehr vielen Menschen Freude macht, Spaß macht. Wir haben auch hinreißende Kissen hier. Da kostet so ein Samtkissen mit so einer bestickten Krone 29 Euro inklusive Füllung, eben nicht 200, 300 Euro. Wir haben auch Bettwäschen, die hochpreisiger sind. Die Menschen sind immer mehr daran interessiert und auch bereit, Luxus für zu Hause auch zu haben, sich nicht nur luxuriös zu kleiden, sondern auch zu Hause das Bett, das Bad, das Wohnzimmer eben von ihrem Lieblingsdesigner gestalten zu lassen. Wem die Vorlieben von Bohlen und Glöckler zu extravagant sind, der kann auch Jette Job zu seiner neuen Lieblingsdesignerin erklären. Nach Schmuck, Mode und Parfum stellte sie von ihr designte Wandfarben vor und die fallen dann doch deutlich dezenter aus.